3, 2, 1, los. Ich glaube, meine Kette ist stumpf. Wieso? Ach, warte mal. Ich hätte eine reingelegt. Die Kette ist falsch schon drauf. Was, dich verarscht oder was? Das könnte sein, ja. Sollen wir ein Battle machen? Kannst auch mit Musik mitmachen. Na, fast. Oder das ist Dialekt. Der Ladeadapter. Ja. Adapter. Adapter. Auch eine gute Sache. Adapter. Das letzte Sägenvideo, 700.000. Ja. Fast eine Million. Ich glaube, Fanmeile, Berlin. Ja. Stell dir das mal vor, du schießt halt am Brandenburger Tor und machst so ein Werkzeug irgendwas. Ja. Ich meine nur. Vielleicht sollten wir eine andere Karriere noch einschlagen. Ja, vielleicht sollten wir uns in der Anstalt einweisen lassen. Ist ja nicht meine, noch nicht, aber ich habe dich schon mal zu Hause stehen. Und das ist halt schon geil. Ich habe auch dahinter den MST. Du wirst ja langsam dement, André. Und ich denke mal, in 2 Jahren weißt du gar nichts mehr davon. Viele haben drauf gewartet und Bosch hat letzte... Ja, Leute, Bosch hat drauf gewartet und viel. Scheiße. Kappsäge mit Akku und zwar die Bosch. Jetzt weiß ich nämlich schon nicht mehr. GDL, ne? Nee, GDC. Ja, Leute, Bosch hat eine neue Akku-Kappsäge im Sortiment und zwar Ende des letzten. Ende. Scheiße. Hätte ich das mir nicht gesagt. Und Leute, die unseren Carbonal. Carbonal. Abo-Kanal haben. Zum einen musst du den hier lösen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, bin ich doof oder was? Was natürlich bei einem, ich muss glaube ich niesen. Ja. Falls jetzt übrigens jemand denkt, ne, weil der Leser jetzt hustet. Das war Staub. Das war Staub, ne? Wir sind beide getestet und zwar ganz frisch. Das klingt so prosaisch. Prosaisch. Der Spahn findet seinen Weg in den Sack hinein. Qualität der Niederhalter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo unser hier ist. Wir haben ja eine Fliege mit 2 Klappen geschlagen, eine 2 Fliegen mit 1 Klappe geschlagen, so ist das richtige Wort. Gesägt haben wir die, die Fliegen. Genau, gesägt. Also 15 ja, ich meine, ist schon smart, ne? Wenn du irgendwie so ein langes Ding hast. Aber so ein bisschen in die Richtung gehen auch diese Bithalter, die jetzt nicht aufgehen, weil die noch versiegelt sind. Dein Blick ist immer geil, ey. Ja. Wenn du denkst, was will der Typ, ey. Weißt du, was smart ist? Das Ding hier. Das Ganze wird dann in diesem Gerät hier angezeigt. Scheiß Fliege. Ich kenne Take It Easy als Lied von Truckstop. Hm. Kennst du das? Ja. Beantworte jetzt einfach immer noch alles mit Ja. Kennst du das wirklich? Ja. Sing mal. Nö. Wenn wir jetzt etwas mehr Platz haben, dann kommen wir vielleicht an meine Nüsse dran, aber das hört sich komisch an. Türen? Weil das ist bei mir immer so, wenn ich Türen aufbreche, wenn ich abends beim SEK arbeite, verdeckt, ne, und mit der FUBA sonst immer gearbeitet, dann machst du so, dann brichst du aber aus der Tür das raus, die Tür ist aber nicht auf. Ja. Ja, und hier, zack. Ist schon cool auf jeden Fall. Oder für eine Kieferkorrektur. Boah. Von rund 90 Euro, von rund 2000 Euro. Ohne Akku. Ohne Akku, das heißt, da bist du mit Akku 3000 Euro. Ja. Aber nach wie vor, mir gefällt halt immer noch von allen Sägen, ist halt die Gut, du benutzt ja auch als Pizzaschneider. Ja. Und ich mache morgens mein Brötchen damit. Fischers Fritz. Fischers. Scheiße. Fischers Fritz Fischers Fritz fischt frische Fische. Versuch mal. Fischers Fritz Fischers Fritz fischt frische Fische. Das war überhaupt, nee, da war gar nichts richtig. Denn was erinnert mich das? An einen Arsch mit Ohren? Aber warum kauft man sich Blumen? Weißt du, da bezahlst du 10 Euro, dann stellst du die 5 Tage hin, dann sind die im Sack. Weißt du, was diese scheiß Pflanzen bei uns im Büro kosten? Und jetzt gehen wir mal wieder und zurück wieder beim Thema Gummi geben mit dem Akkuschrauber. Da gab es auch mal einen Innengrater zu sehen. Das heißt, wenn du noch einen Grat innen... Aber hier ist ja noch. Hab hier voll reinge. Ei. Es geht ganz einfach eigentlich, quasi den Akkuschrauber halt auch einfach. Wie hab ich das denn nochmal gemacht? Boah, kann ich. Dann das Ganze
bündig. Naja. Also Flush-Mount sagt man in Englisch. Was sagt man denn? Bündig? Bündig? Ja, bündig. Also, ja. Das ist Maisstärke, das kann man essen, oder? Nee. Das kann man nicht echt nicht essen, ne? Das ist doch Maisstärke. Wer schneller zieht. Dann wärst du schon tot. Das ist nämlich der Pika Latthammer in Gold. Die Gold Edition. Heute zum Preis von... Das ist wirklich so wie so ein... QVC oder was? Ja. Guck mal, also kannst du auch sogar... Guck mal, ich kann das. Ja, jetzt fällt er runter, ey, warte, zack, eine Macke drin. Ja, guck mal, das habe ich noch nie gemacht. Probier mal, probier mal. Warum? Hast du ein schönes Trinkspiel, ne? Ja, aber sowas von. Thema Hammer, Thema Gold. Thema Gold. Thema Überleitung, voll daneben. Was mich nur fasziniert so ein bisschen, ist diese Halterung. Ist aber, ich habe es probiert, ist kein Magnet, ne? Das ist einfach durch den Schlauch, die Spannung. Nein, die Spannung ist doch... Na, du, das ist kein Magnet. Laber doch nicht. Das ist kein Magnet. Nimm mal einen Schraubendreher. Die sind doch Metall. Da ist nichts magnetisch. Ja, da ist nichts magnetisch. Da ist was magnetisch? Ja, oder? Ey. Ach Quatsch. Aber wo, Alter, ist der? Okay, ist doch magnetisch. Aber ich habe Durst. Da ist doch noch einer, ist noch da, ne? Oder hast du jetzt schon alles weg? Alter, weißt du, ach, der, warte, ich habe schon eine aufgemacht. Ja, ja, die steht ja noch hier. Guck, siehst du, ich bin noch nicht so im Schwung. Hat er dann auch gesagt, oh Junge, das wäre doch nicht nötig gewesen. Wer denn? Der Beschenkte. Wieso? Ja, du hast das doch schon mal verschenkt. Ja. Hat er das gesagt? Nee, warum soll er das sagen? Das sagt man doch immer so, wenn man was Tolles kriegt, das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber wer spricht denn so? Meine Mama vielleicht? Oder also, ja, die, also, die, die, die kriegt ja keinen Bosch. Nee, also die nicht. Aber wir haben noch was, weil du meinst neulich, es gäbe ja auch diese Tasche dafür. Mhm. Dann hast du mir die bestellt. Warum nicht hier Stroh? Alter, ey. Wie viel Liter Öl geht da rein? 1,5 Liter mit Filter? 7,5. Das ist ein 8-Zylinder, ja. Die hatte 1000 Kubikmeter pro Sekunde. Ja, ist jetzt nicht so der Brüller gewesen. 1000 Kubikmeter pro Sekunde halte ich für ein Gerücht. Ich auch. Da kann es natürlich wirklich passieren, dass so ein Zentel... Zentel war. Zentel. Zentel. Ja, ja, grüß Gott, ja, Zentel. Hier auf der Baustelle. Uns erwartet heute ein... Spielsparspannung. Spielsparspannung. So, dann Maschineneinsatz ist gerade... Maschine hat gerade Pause, oder was? Na, wir standen, glaube ich, andersrum gerade. Ja. Schön im Schatten, ihr beide. So, sag mal was. Ja. So, 1, 2, 3. Polizei. Wo drückt man hier rein? Noch so. Ach, das ist. Wir haben hier aber so. Das ist hier, okay. Hier, kannst du das mal vorlesen? Das war Chinesisch. Das ist das Solution Word. Kannst du sechseln? Ein bisschen. Aber du kommst nicht daher, ne? Ich bin in Sachsen geboren. Also, was jetzt Sachsen ist. Also, hast du das wirklich gesprochen? Nein, 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 nein. Aber man hört, wenn meine Eltern hier sind, also du hörst, dass die nicht von hier sind, ne? Ja. Das merkst du auf jeden Fall. This is where the magic happens. Wenn du nämlich hier drauf drückst, dann passiert gar nichts. Dann kommt er. Da ist er. Press und Pull. Ach so, ich dachte, der wäre Feder vorgespannt. Firmen auch drin, ne? Das so klingt... So eine Wurst oder was? Die kann eine Wurst sein da? Wie so eine alte Bifi. Ja, so eine Hundewurst, ja. Die 3 Tage im Sommer am Bürgersteig lag. Ja. Ja. Alter! Der hat ja richtig Dampf drauf heute. Ja. Wir müssten eigentlich zu wetten, dass wir die Akkuschrauber am Geruch erkennen können, ja, oder? Genau. Und unter allen Kommentaren verlosen wir dann einen Zuschauer oder vielleicht sogar einen dreieckigen Axu. Axu. Wir sind schon sehr beeindruckt. Was ist? Hast du nicht schon wieder verbrannt? Mein Mikrofon ist an, ne? Ja, wackelt. Sollen wir Weihnachtslied pfeifen? Nee, Weihnachtslied? Ich kann dir wo hinterher pfeifen. Nee, das möchte ich nicht. Ja, Freunde, heute zeigen wir euch den... Ja, heute, Freunde. Und neben mir an der Seite ist wie immer... Ist ja gar nicht wie immer. Nee. Das ist im Prinzip ein Eigenbau. 18. Boah, Vorsicht. Scheiße, ey, kein Kickback. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. So, gerade ja. Ein paar Komplikationen mit dem Griff hier gehabt. Komplikation. Buh. Wir haben aber Nachwuchs bestellt. Haben wir Nachwuchs? Nachwuchs.
Der kleine Makita. Hier den schönen Makita Gedächtnis-Zweithandgriff. Können wir einen Flaschenöffner rausbauen? Na, oder? Weiß nicht. So ein Geburtshelfer? Ja. Aber das war doch eine Waage, Mann. Das ist aber eine vage Behauptung, wie sie hier aufstellen. Vollgas. Der hat da gerade. Boah, ich blute schon. Ich bin schon verletzt hier. Märtyrer. Märtyrer? Ja, so sicher. So wie dein Benz, oder was? Hä? So wie dein Benz. Wieso ist mein Benz Märtyrer? Das ist ein Märtyrer. Warum? Ja, vorne zwei, hinten zwei. Tür. Boah! Und dann geben wir Vollgas. Das ist die krasseste Schraube in meinem Leben. Das ist mein Endgegner. 48 Jahre musste ich lernen, um Auge in Auge mit dieser Schraube zu stehen. So Leute, wir haben uns heute für diese Sendung mal einen Armdrücken-Automat gebaut. Das ist ganz einfach. Schraube rein und dann... Probier du mal. So, und... Ja. Kennst du den Film mit Stallone? Nee. Du musst umgreifen. Du musst so... Und dann so... Und dann so den Daumen einklemmen und dann geht's leichter. Du musst vorher noch die Mütze umdrehen. Ach so, okay. Ja. Kannst du denn Sächsisch sprechen? Nee, ja. Ne? Du kannst es also echt? Nicht ja. So wie ich, so dummmäßig ja, also nachmachen? Ein bisschen, aber kannst du einen Satz mit Gänsefleisch? Gänsefleisch mal der Koffer aufmachen. Ja, genau. Der ist aber schon uralt. Ja. Bonnie M. kennst du ja, aber kennst du Jürgen Hart? Jürgen Hart, ja, seit gestern ist er ja ein Begriff. Mein Vater heißt auch Jürgen. Okay. Und ich habe eigentlich vier Vornamen. Ich habe das letztens festgestellt. Ich Wobei? Bin irgendwo im... ich bin durch die Küche gelaufen und dachte, was ist da für ein langer Name auf dem Fahrzeugschein? Ich so, Alto Melli, Gerhard, moin. André Hans-Jürgen Gerhard. Ja, das habe ich auch so gedacht. Also meine Herren. Ja, meine lieben Damen und Herren, wir machen heute eine kleine Exkursion hier in den Wald. Pilze suchen. Pilze, die man kann essen und man kann essen nicht. Wir essen aber beide. Ich esse die Pilze, die man essen kann. Kameramann isst Pilze, die man nie essen kann. Dann gucken wir, was passiert mit dem Kameramann. Wenn die Kamera wackelt, Pilze nichts gut.